Geralt, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Ciri? Ganz nah. Hör zu. Sei still. Mir reicht es mit deinem Scheißdreck. Zieh die Waffe, bringen wir es hinter uns. Darauf falle ich rein? Da irrst du dich gewaltig. Ich habe dir einmal vertraut. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Cirilla doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach all dem. Glaubst du denn mir? Avalach sagt die Wahrheit. Ich habe ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will. Zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Du musst dieses Opfer nicht erbringen. Da liegst du falsch. Die weiße Kälte ist unvermeidbar. Sie wird die Welten einfrieren, eine nach der anderen, und alles Leben vernichten. Nur ich kann die Zerstörung verhindern. Ich habe lange darüber nachgedacht. Mein Entschluss steht fest. Es muss einen anderen Weg gehen. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen. Tu mir das nicht an. Bitte, nicht jetzt. Geralt, glaub mir. Ich würde liebend gerne Glühwein in einer Taverne trinken und meine Stiefel trocknen. Ich kann nicht. Ich muss es versuchen. Für dich und Yen und Triss, für alle. Drück mir die Daumen. Thank you.
Genug. Sprich. Ciri ist tot. Wie ist das passiert? Die weiße Kälte. Kennt ihr die Prophezeiung? Ciri wollte sie aufhalten. Das hat sie auch, aber den höchsten Preis gezahlt. Wo ist ihre Leiche? Ich glaube nicht, dass sie jemals gefunden wird. Wer weiß noch davon? Avanach, der elfische Wissende. Aber auch ihn werdet ihr nicht finden. Und Yennefer? Sie will im Norden bleiben, wenn ihr nichts dagegen habt. Habe ich nicht. Und du? Da ist jemand, der auf mich wartet. Triss Merigold? Keine Angst. Ich werde sie nicht verfolgen lassen. Hat Cirilla gesagt... Hat sie dich gebeten, mir etwas auszurichten? Wir haben nicht über euch gesprochen. Ich verstehe. Wenn es sonst nichts mehr gibt? Doch, eines noch. Aber du kannst gehen. Hexer, ich will dich nicht mehr sehen. Nie wieder. Braucht ihr Hilfe mit eurem Wagen? Wir kommen schon klar. Ja, genau. Wir kommen zurecht. Die Fässer sind zwar schwer, aber wir lassen bald aus jedem was ab. Veränderung liegt in der Luft. Stimmt, nicht zu leugnen. Nilfgaard flieht, obwohl es so aussah, als wären sie nicht wegzukriegen. Ihren Wein haben sie auch dagelassen. Sehr großzügig. Braucht ihr wirklich keine Hilfe? Ich glaube, wir kommen zurecht. Wohin willst du? Zur nächsten Taverne, wie du aussiehst? Ja, aber erst habe ich noch eine Verabredung. Beim ehemaligen Lager der Nilfgaarder. Bis dann. Meister Ort! Wurde bestimmt aufgehalten. Du bist spät dran. Die Soldaten blockieren die Straßen, ich weiß. Schon gut. Hast du es dabei? Wie vereinbart. Die Klinge ist knapp einen Meter lang, wiegt beinahe 40 Unzen. Mit Silber beschichteter Sideritstahlkern, Glyphen und Runen entlang der Klinge und am Heft. Wunderschön. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Nur die größten Schwertmeister können sich meine Waren leisten. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass kein Hexer je eine bessere Waffe hatte. Dein Ruf eilt dir voraus, Meister Ort. Ich würde niemals an dir zweifeln. Die Inschrift, so wie du sie wolltest. Zirail, Schwalbe. Klassische Runen in der älteren Rede. Schnörkellos, einfach und präzise. Darf ich? Es gehört dir. Wenn du es ausprobieren möchtest, meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt. Hier die Bezahlung. Nur Edelsteine, wie gewünscht. Falls du Arbeit suchst, eine Striege soll den Mariborwald unsicher machen. Danke. Ich muss zuerst in die Taverne, aber dann, wer weiß. Viel Glück auf dem Weg, Hexer.
Ist es erledigt? Ja. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe! Oh, wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexerin. Lass es uns ausprobieren. Der dritte nördliche Krieg endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden. Ohne Radovids taktisches Genie konnten die Nordländer den unzähligen Legionen Emir Var-Emrais nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redanien. Emir Var-Emrais hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt und willigte ein, Temerien zum kaiserlichen Vasallenstaat zu machen. Die Rebellen legten die Waffen nieder und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temerier, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Als er mit Radovid fertig war, verfuhr Emhyr mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhyrs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten. Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte, auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter. Bald erzählte man sich von der Jaruga bis zu den Bergen Kovirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Auch wenn es schwer zu glauben ist, Geralt wurde endlich sesshaft, im fernen Kovir. Er und Triss schufen sich ein Zuhause, warm und von frischem Kuchenduft erfüllt. Gäste waren stets willkommen, egal zu welcher Uhrzeit. Hin und wieder übernahm der Hexer einen Auftrag, eher aus Gewohnheit denn aus Not. Als Beraterin des Königs von Kovir verdiente Triss mehr als genug.